Ja, unschwer zu erkennen. Wir reden von einer Drohne und so spacig wie es aussieht, so ist es auch. Am Ende kann ich mit dieser Fernbedienung hier die Kamera steuern. Und wie das Ganze funktioniert bei der brandneuen Avatar von DJI, das erkläre ich euch hier und zeige den Test, den ihr jetzt braucht. Wir sind ein paar Tage vor der Veröffentlichung dieser brandneuen Avatar und haben sie jetzt schon am Wochenende fliegen lassen. Und wie wir sie ausgepackt haben, muss ich echt sagen, war ich doch überrascht, weil DJI traut sich was und denkt eine Drohne ganz neu. Propeller unten dran, obendrauf ein Kamerakäfig. Und der Kamerakäfig hält ein Gimbal, das tatsächlich nur in der Vertikalen beruhigt. Auf gut Deutsch, Schräglage ist Schräglage und wird nicht ausgeglichen. Und die Vibrationen, die sollen dadurch verschwinden, dass der ganze Kamerakäfig hier unten so ein bisschen schwingend gelagert ist. Ja, hinten dran ist ein Akku, der tatsächlich nicht mehr mit einer soliden Steckverbindung funktioniert. Weil solide ist es schon auch, aber man muss zuerst mal den Stecker lösen, dann hier drücken und kann dann einen Akku rausnehmen. Dieser Akku ist gleichzeitig auch der Einschalter der Drohne und man merkt schon, da ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel dran. Da ist noch ein bisschen Elektronik hier unten drunter, ein bisschen da oben drüber und vorne eine Kamera, hinten seitlich nichts. Aber unten sind Sensoren. Einmal Infrarot und einmal Kamerasensoren, die sie braucht, um eben landen zu können und natürlich, um auch Hindernisse zu erkennen. Aber ringsrum, ansonsten gibt es dazu nichts. Jetzt würde man eigentlich sagen, das Ganze ist eher ein Einsteigerfluggerät, aber ganz so einfach kann man es sich tatsächlich nicht machen, weil es gehört dazu, hier diese Fernbedienung und man steuert die Drohne wirklich nur damit, rechts, links, hoch, runter während des Fliegens. Will man wirklich aufsteigen lassen, dreht man sie rum und lässt hier aufsteigen, beziehungsweise dreht sie so rum und lässt sie nach unten absinken. Ein bisschen die Schwierigkeit dabei ist, dass man sich ja eigentlich dabei nicht die Fernbedienung wirklich anschaut, sondern man hat ja dabei die ganze Zeit hier diese Brille auf. Und diese Brille, die führt dazu, dass man vielleicht nicht hundertprozentig den Griff immer ganz gerade hält. Das heißt, es gibt die ein oder andere Bewegung, zumindest am Anfang. Da war bei mir bei den ersten zwei Flügen so, wo man gedacht hat, so, ups, das wollte ich jetzt gar nicht. Also ein bisschen Übung gehört dazu. Wenn man die hat, dann hat man hiermit eine Brille, die tatsächlich wie ein großer Bildschirm funktioniert und wo man relativ genau erkennen kann, wohin man fliegt und wie schnell man fliegt und wie die Bewegung aussieht. Und tatsächlich ist dieser kleine Steuerhebel hier vorne dran, das ist die Geschwindigkeit, die lässt sich sehr, sehr sanft steuern. Und das Ganze ist auch notwendig, weil die Drohne hat drei Modi, wie immer einmal den Cine-Modus, einmal den Normalmodus und einmal den manuellen Modus. Und in dem sind laut Angaben des Herstellers bis zu 97 Stundenkilometer machbar. Also schnell fliegen kann die Avatar in jedem Fall mal. Die Drohne, man sieht es schon, die hat stabile Rahmen außenrum. Sowohl auch dem geschuldet, dass einfach die Sensoren außenrum fehlen. Wir fliegen nachher mal hier durch die Reben durch, mal sehen, wie gut es funktioniert. Die Aufnahmen könnt ihr euch natürlich anschauen. Was entscheidend ist, diese Drohne wiegt 410 Gramm beim Abheben. Damit bedeutet es, nicht ohne Kenntnisnachweis. Und natürlich gehört hier unten auch die entsprechende Kennzeichnung dazu, wem die Drohne gehört. Wir haben jetzt hier die View-Kombo nennt sich das, mit der Googles 2 und eben dieser Fernbedienung. 14,29 Euro kostet so das Set, ist also nicht wirklich so richtig einsteigertauglich. Aber die Kamera, die kann auch tatsächlich 4K mit 50 oder 60 Bildern. Sie kann in 2,7K dann entsprechend mit bis zu 100 Bildern und in Full HD ebenfalls. Zusammen mit der FPV Googles 2 gehen auch 120 Bilder bei Full HD und 2,7K. Aber das haben wir nicht da, also lassen wir es jetzt mal außen vor. Aber die Bildqualität, die könnt ihr jetzt angucken. Die drei
Geräte, die müssen jetzt natürlich miteinander gekoppelt werden bzw. überhaupt mal eingeschaltet werden. Wie immer funktioniert es über die Taste hier. Einmal kurz drücken, einmal gedrückt, nochmal drücken und gedrückt halten. Schaltet die Fernbedienung hier ein. Einmal bei der Avata hier dasselbe auch nochmal. Und dann haben wir zu guter Letzt hier noch die Brille und die hat gar keinen Einschalter, sondern die hat hier diesen externen Akku und der wiederum hat den Einschalter. Also auch hier einmal drücken, gedrückt halten. Das. Ups, okay. Und wieder wegpacken und damit haben wir jetzt alle drei gekoppelt. Und jetzt muss ich natürlich die Brille aufsetzen, damit ich dann auch die Drohne steigen lassen kann. Zweimal drücken, um die Rotoren zu starten. So, und wenn ich jetzt gedrückt halte, dann geht's los. Also was mir sehr gut gefällt, ist, dass der Homepunkt immer sehr schön eingeblendet ist. Also man weiß immer genau, wohin man zurückfliegen muss. Im Sportmodus ist allerdings, wenn man schnell bremst, doch ziemlich eindeutig schnell die Kufen unten drin zu sehen, beziehungsweise die Propeller. Da kann ich eigentlich auch gar nicht so richtig langsam abbremsen. Jetzt habe ich es tatsächlich mal geschafft und zeige mal das Setting hier im Moment von oben und man merkt schon, ich stehe immer so leicht nach unten geneigt. Das ist ein bisschen eine komische Angewohnheit, liegt aber mit an der doch relativ schweren Brille, die dann doch auch ein bisschen unangenehm auf der Nase ist. Auf der anderen Seite dichtet sie, sag ich mal, bis auf hier am Rand relativ ordentlich ab und was mir eigentlich ganz gut gefällt, oh, ich stehe ja genau falsch rum, wie wäre denn das, wenn du mir das gesagt hättest? Wie auch immer, man merkt schon, man hat so ein paar Angewohnheiten. Unter anderem gehört dazu, dass man viel häufiger hier diese Neigung macht. Und wenn man jetzt mal da oben auf die Kamera drauf guckt oder ihr die Aufnahmen einfach von oben seht, dann merkt man, da kann man relativ schnell ruckelige Bilder machen. Im Normalmodus geht es nicht ganz so schnell. Da ist er doch ein bisschen träger, die Drohne. Und am Ende reicht es völlig vom Tempo aus, weil wenn die Drohne eines ist, dann ist sie schnell. Eine Taste, ganz wichtig, das ist hier die Stopptaste bzw. die Bremstaste. Die Bremstaste, die sorgt dafür, dass die Drohne einfach jetzt in einem Schwebemodus da oben bleibt. Ich kann jetzt mit dieser Fernbedienung hier rumfuchteln und da oben passiert nichts. Können wir oben auch mal als Aufnahme beenden. Was es auch noch gibt, ist hier eine Tilt-Taste hoch und runter. Das ist für die Gimbal-Neigung und wir haben natürlich hier die Umschaltung von dem Modus. Viel mehr muss man eigentlich zu der nicht wissen, außer dass das hier rechts, links, das hier hoch, runter, das hier schnelles hoch, das hier schnelles runter ist und am Ende natürlich hier man einen Gashebel hat. Die Brille Googles 2, die hat einen USB-C-Anschluss. Die hat einen SD-Kartenspeicher, ganz einfach deshalb, weil man auch auf der Brille aufzeichnen kann. Was sie hier natürlich hat, sind die Empfangsbrille, weil das sind ja die Funksignale vom Bildsignal. Die sind natürlich ganz wichtig und ganz wichtig ist natürlich, dass man die hier entsprechend auf die eigene Augenbreite und auf die eigene Fehlsichtigkeit anpassen kann.
hat bei mir sehr gut geklappt. Ich weiß jetzt, mein Augenabstand ist ziemlich weit auseinander. Meine Dioptrien weiß ich eh schon auswendig, das konnte ich also sehr schnell einstellen. An der Breitenverstellung, die ist hier unten dran, habe ich ein bisschen dran rumgemacht, bis ich das dann begriffen hatte, dass das halt bei mir wirklich ganz auseinander muss. Aber soweit bin ich damit klargekommen. Die Bedienung, die funktioniert hier über dieses kleine Touchpad an der Seite. Damit komme ich mit einem Wisch von dieser Richtung in das Hauptmenü rein. Nach unten ist so ein Shortcut-Menü und wenn ich von unten nach oben streiche, habe ich die Kamerafunktionen. Wenn ich das mache, dann muss ich eigentlich die Drohne, wenn sie in der Luft ist, vorher auf Bremsen setzen mit der entsprechenden Fernbedienung, weil sonst kann ich da dran nicht rumfummeln. Und das ist tatsächlich ein bisschen fummeliger wie das, was man sonst so gewöhnt ist und für mich etwas gewöhnungsbedürftig. Dafür bekommt man aber eine sehr, sehr klare Sicht mit einer ganz klaren Konzentration auf das Bild und man fliegt damit tatsächlich irgendwie ein bisschen sanfter. Ich hatte den Eindruck, dass ich damit deutlich schneller in diesem Flow drin bin, wie man das Bild haben will. Was natürlich auffällt ist, wenn ich in die Kurve gehe mit der Avata, dann sehe ich das auch, weil sie hat ja keinen Gimbal für den Rotationsausgleich. Das ist ja eine fixe Achse. Entsprechend sieht man das natürlich im Bildmaterial, aber das hat natürlich auch seinen Reiz, kann ja auch eine gewisse oder hat eine gewisse Dynamik, so muss man das sagen, nicht nur ein Reiz, es hat eine gewisse Dynamik und damit auch ein bisschen mehr in Richtung Action. Und dazu passt auch, dass die einfach ein Stückchen schneller fliegt und insgesamt einfach alles ein bisschen mehr darauf ausgelegt ist, dass man wirklich genau sich auf das Bild konzentriert. Wir haben mit der Avata die drei verschiedenen Bildstabilisierungsmodi durchprobiert, genau genommen sind es zwei. Einmal eben ohne Stabilisierung und da sieht man schon ganz deutlich, da liegen wir in der Kurve so in etwa bei 90 Grad. Es gibt einen weiteren Modus, der heißt Rocksteady. Das ist eigentlich der, den wir die meiste Zeit genutzt haben. Der stabilisiert relativ smooth, geht aber durchaus in die Kurven und da sieht man, man hat nicht mehr ganz 90 Grad, aber wir haben schon noch eine ganz schöne Schräge drin. Also ein Horizontalausgleich ist das nicht. Dafür bietet der Stabilisator aber einen eigenen Modus und hier sieht man jetzt, das bringt der Modus auch wirklich hin. Der Horizont ist begradigt. Allerdings sieht man dann doch, dass da sehr viel gerechnet wird und in den Häusern müsst ihr mal drauf achten, sieht man eine deutliche Verzerrung. So, jetzt sieht man sehr schön, wenn ich so diese Aufnahme sehe, von oben, dass ich schön langsam fliegen kann, den Horizont auch schön im Bild habe und er auch gerade bleibt und ich auch mit einem gewissen Tempo tatsächlich eine Kurve fliegen kann, ohne dass der Horizont jetzt ganz groß wegbricht. Aber in dem Moment, wo ich jetzt natürlich mich der Sonne zuwende, fällt dann doch recht klar und deutlich auf, dass wir einen Lensflare reinkriegen. Das sieht man jetzt schon. Nichtsdestotrotz ist das System in sich wirklich schön und fliegt sich auch sehr sanft, solange man sich daran gewöhnt hat, dieser Controller. Jetzt sieht man den Lensflare gerade ganz extrem durchs Bild wandern. Jetzt muss ich aufpassen mit dem Baum. So, und jetzt fliegen wir noch einmal hier das Gebäude an. Solange man sich an die feinen Bewegungen von dem Controller gewöhnt hat, funktioniert es wirklich super gut. Und wir setzen ja jetzt hier gerade dieses Gebäude hier in Szene, das neu aufgemacht hat, die Markthalle direkt am Bahnhof bei der Reichenau. Ja, ich würde sagen, damit haben wir es eigentlich. Und wir können die Drohne jetzt einfach landen lassen. Jetzt habe ich sie noch in einer gewissen Höhe. Ich drücke trotzdem zweimal den Knopf. Fluggerät landet automatisch. Und sie nimmt jetzt auch wirklich relativ schnell, steigt sie ab und den Rest vollautomatisch, weil unten hat sie ja Sensoren. Ja, soweit sind wir jetzt eigentlich mit dem Set durch. Die Bedienung ist wirklich in Ordnung. Zu kritisieren bleibt, und das kann ich einfach nur immer wieder wiederholen, dass man alles vorher einmal auf der Plattform von DJI registrieren muss. Finde ich nicht gut, finde ich nicht richtig.
Keine Frage, muss man solche Geräte mit engen Intervallen updaten. Hat ja auch was mit dem Flugrecht zu tun. Soweit ist die Argumentation auch halbwegs stimmig, aber dazu müsste ich sie nicht fix an meinen Account bündeln, sondern das reicht eigentlich, wenn ich weiß, das ist eine Google 2 bzw. das ist eine Avata und die soll gefälligst wissen, wo Flugverbotszonen sind. Und dazu muss niemand wissen, wo ich sie starten lasse. Wir sind mal wieder ganz vorne mit dabei gewesen. Das freut uns ganz besonders. Die Avata hat uns auch gut gefallen, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Ich war am Anfang doch relativ voreingenommen, so vom ersten Blick. Am Ende finde ich das gar kein so uncooles Konzept. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist die Lautstärke. Sie ist nämlich tatsächlich sehr dominant. Nicht so klein leicht wie eine Mini 3 Pro. Und dennoch, ja, eigentlich schon in derselben Preisklasse. Also traut sich tatsächlich DJI zwei Drohnen so mehr oder weniger gegeneinander laufen zu lassen mit völlig unterschiedlichen Konzepten, und den Mut, den kann ich tatsächlich bewundern. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich von euch für dieses Video einen Daumen hoch gebe, teilt, gebt uns Kommentare, was ihr von der Avata haltet. Und gebt uns einfach Anregungen, was wir für euch vielleicht noch rauskriegen sollen. Das wird uns freuen. Also Daumen hoch, hier ein Abo auf unserem Kanal, uns Glöckchen nicht vergessen, wie immer. Und ich sage dann einfach mal Tschüss.